Hey Leute, hier ist Darstarian und wir spielen wieder Planetary Annihilation. Heute spielen wir ein 5 von 5. Oh ja, ein 5 von 5. Wir haben zwei Startplaneten. Einmal hier den Mond. Und diesen großen Planeten hier. Das System soll angeblich so aufgebaut sein, dass der Startplanet bzw. die Startplaneten früher oder später miteinander kollidieren. Genau. Was so viel heißt, dann fange ich auch. Oh, ich habe schon falsch geschrieben. Ich habe eine Mischung gemacht von beiden. ja, wir sollen angeblich 20 Minuten Zeit haben, von unseren Startplaneten wegzukommen, weil sonst werden wir, naja, untergehen, wenn die beiden kollidieren. Wie ihr seht, haben wir hier relativ viele Spieler. Ich hoffe, wir sind hier jetzt nicht mehr als erwartet. Okay, beginnen wir gleich mal mit Bots. Einmal Bot, einmal Air Factory. Ah, Blödsinn, jetzt habe ich mit Vehikel angefangen. Ist ja wurscht. Geht auch. Dann bauen wir aber als nächstes nicht eine Air Factory, sondern eine Bot Factory. Und ja, bauen wir noch eine Post-Factory. Warum ist hier unten noch immer der Timer? Keine Ahnung, egal. Ich glaube, das kann ich ignorieren. Es fängt jetzt schon leicht zum Legen an. Oh mein Gott, das wird noch was werden. Okay, gleich mal rausfinden, wo unsere Gegner sich befinden. Ein Gegner wurde entdeckt. Aha, ist aber nicht bei uns. Na, was tust du hier, Bau? Okay, ihr macht da weiter. Kein Gegner auf dieser Seite. Wenn hier auch keiner ist, dann haben wir Glück. Zumindest ich habe Glück, sagen wir es mal so. Sind die alle am Mond? Kann das sein? LOL! Tut mir leid, das musste ich loswerden. Oder sind sie irgendwo hier auf dem hinteren Punkt? Schauen wir mal. Kann auch gut sein, dass sie dort sind. Dann werde ich halt mal hier ausbauen. Enemy commander detected. Oh, da haben wir einen. Okay, hier unten. Dann sollten wir hier aufpassen. Okay, wir bauen am besten auch noch schnell ein Radar, bevor wir hier weitermachen mit den Ressourcen. Wir hier nicht überrascht werden. Ich nehme mal meine Bots und schaue mir an, wo genau sich der Gegner befindet. So, ihr könnt hier wieder weitermachen. Commander kann Energie bauen. Dann bauen wir noch ein paar Scouts. So, checken wir mal. Wo ist die Basis des Feindes? Muss irgendwo hier sein. Oh Mann, der spielt gar nicht, glaube ich.
ziemlich danach ausgeschaut, als wäre da keine Basis gewesen. Das ist ein bisschen langweilig. Aber es ist ziemlich zu erwarten. Da haben wir noch einen Gegner. Der wird jetzt natürlich hier sehr alt aus Versehen gegen uns. Okay, baust du wohl brav weiter hier deine Türme. Naja. Dann kann ich eigentlich die zwei rushen. Dann bauen wir hier Bomber und Jäger. Da haben wir die Basis. Ich schau mir gleich mal an, was der Feind so hat da. Kein Erbarmen. Vernichtet sie alle! Tut mir leid, ich bin ein Arschloch. Wo haben wir ihn? Hat er ihn schon rausgebracht? Wahrscheinlich. Okay, ich glaube, es wird Zeit, dass ich auch mal hier wegkomme. Es bringt sowieso nichts, hier zu lange zu warten. Wow, Mann, die Lags. Bist du verrückt? Kaum spielbar. Eigentlich brauche ich hier keine Bomber dann bauen. Lassen wir das. Schauen wir lieber, dass wir von den anderen Planeten kommen. Trotzdem weiterhin Ressourcen bauen. Schade zumindest nicht, bis zu dem Zeitpunkt ein bisschen extra Ressourcen zu haben. Können wir die Invasion besser durchführen. So, dann bauen wir gleich die beiden hier. Commander bringe ich dann auch gleich irgendwo hin, sobald ich weiß, wo es sicher ist. Okay, unterstützt ihr den Bau schnell mal. Und weiter. Die 2 Factory werde ich hier nicht bauen. Zahlt sich, glaube ich, nicht aus. So, schaut fast so aus, als hätten meine Kollegen hier relativ gut gewonnen. Die Basis wurde hier zerstört. Der Commander scheint sich versteckt zu haben. Wo ist mein Planet? Hier ist er. Okay. Ist hier noch ein Commander? Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben sie schon rausgebracht. Enemy Commander detected. Okay, dann schicken wir mal. Okay, hier haben wir schon den Grauen. Dann schicken wir mal hier hin. Okay, wir brauchen die Kamera, damit sie nicht zu unübersichtlich wird. Ist ja jetzt noch schon schwer, sich auszukennen. wir brauchen auf jeden Fall Orbital Raider. Bauen wir mal ganz schnell hier. Dann bringen wir alles rüber zum neuen Planeten.
Okay. Wo sind wir? Aha, da ist er eh schon unterwegs. Vielleicht schon mal ein bisschen noch extra Energie hier bauen. Und dann bauen wir hier schon ein Radar hin. Ah, Blödsinn. Ein Radar. Ich meine natürlich ein Teleporter. Schicken wir alle Truppen dorthin, auf diesen neuen Planeten. Und neue Produktionsstätten werden wir dann auch gleich dort bauen. Okay, da haben wir unseren Müll. Die sollen gleich hier weiter. Die können auch gleich rüber. Und die auch. Verbindung steht. Und gehen wir. Oh Mann, das leckt. Okay, wie schnell als erstes ein Radar aufbauen. Bauen ein wenig Energie hier. Das soll auch schnell durch. Ah, zu wenig Energie. Wir bauen vielleicht ein paar Speicher. Gleich mal. Und zwei hier. Wo bin ich jetzt auf Juno, oder? Wow, es leckt wirklich. Okay. Units Micron wird relativ schwer werden hier. Okay, wir schicken alles, was wir hier noch haben, rüber. Wir brauchen nichts mehr auf unserem alten Planeten. Haben wir hier noch Truppen. Sofern die Warnung stimmt. Okay. Ah, das war der alte Commander, der nichts getan hat. Denke ich mal. Hey, dann leben nur noch zwei feindliche Commander. Das ist ziemlich langweilig. Aber vielleicht haben die einen guten Start gehabt, wer weiß. Kann trotzdem noch spannend werden. Okay. Die zwei Teile bauen wir auch hier. Am besten mache ich hier jetzt gleich mal mit einer D2 Factory weiter. Oh Mann, komm schon. Okay, der braune Spieler. Ja, der gehört zu mir, oder? Wer ist bitte braun hier? Keine Ahnung. So, alle Units, die neu gebaut werden. No. Geht hier nicht mehr richtig
Sachen auswählen, weil es hier so laggt. So, zurück zu Juno. D2 ist im Gang. So, dann bauen wir ein paar Air Factories, damit das hier schneller geht. Es lägt ein wenig weniger. Ein wenig weniger. Interessanter Satz. Ja. Not enough minerals. Ich weiß. Okay, ich habe mich wohl geirrt, es laggt hier noch immer wie wahnsinnig. Das hat man davon, wenn man F5 spielt. Lol, hier war es gerade noch dreiviertel unfertig und jetzt ist es fertig. Was? Juno? Warum? Es war doch kein Startplanet. Oh man. Er hat doch gesagt, die Startplaneten, das verstehe ich jetzt nicht. Ich sollte, glaube ich, noch ein bisschen Zeit haben. Naja, bleibt nichts. Ich muss jetzt hier sofort weg mit dem Commander. Oh Mann, das laggt. Ich habe gedacht, oh man, es ist jetzt echt blöd. Ich habe nicht gedacht, dass es ein Startplanet war, weil hier konnte ich doch nicht spawnen. Aber gut, dann gehen wir woanders hin. Nur wohin? Java ist der Feind. Also wer ist jetzt grau und schwarz sind die Feinde? Keine Ahnung, wo ich hin soll. Welchen Team zum Teufel ist braun? Das sehe ich doch hier gar nicht. Ich könnte... Ne, alle Planeten sind gleich blöd hier. Wird der Gegner sein. Na, ich schicke ihn mal zur Sicherheit hier hin. Oh, was zum Teufel war das? Oh, was zum Teufel ist gerade passiert? Wir haben zwei Spieler verloren. Okay. Oh mein Gott, mein Planet hat's erwischt. Alle hat's erwischt? Ich verstehe es jetzt wirklich nicht. Ich lebe noch, glaube ich. Der hätte ruhig sagen können, dass Juno und er hat gesagt, die Startplaneten kollidieren.
Naja. Ich glaube, ich bin noch am Leben, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Lol, okay. Also, wohin könnte ich. Okay, grün hat den hier. Orange hat den hier. Lol. Der Mond ist noch irgendwie da. Dann fliegen wir hier hin. Vielleicht kann ich hier wieder was aufbauen. Vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht. Hier war, glaube ich, der Braune. Oder ich fliege hier hin und baue das neue auf. Ja, das mache ich. Das sollte eigentlich niemand sein jetzt. Hier habe ich einen Halbmond. LOL! Ja, das tue ich. Ne, er denkt scheinbar das gleiche wie ich. Er hat hier hingepinkt. Na, dann starte ich halt mal neu. So, hier sind verdammt viele Planeten explodiert. Ich habe keine Ahnung, was jetzt alles kollidiert ist. Das muss ich mir nochmal anschauen im Nachhinein. So genau hat er das nicht erklärt. Ah, das könnte ich eigentlich tun. So, bin ich noch unterwegs? Ah, da komme ich. Dann kann ich aber eigentlich gleich wo landen. Ja, okay, bin hier zentral. Dann beginnen wir gleich mal mit Air Factories. Na, wo bleibe ich denn? Wo zum Teufel fliegst du hin? Muss er den da nochmal umkreisen oder was? More mail storage is required. Ich habe gesagt, du sollst. Ja, hat er eh noch. Hä? Okay. Jetzt habe ich die Laufbahn nicht gesehen, wie er fliegt. Oh man. Warum ist der jetzt so komisch geflogen hier? Muss der jeden Planeten umkreisen? Jetzt fliegt er hier rum, dann nochmal hier. Dann hier runter und dann so, okay. Okay, keine Ahnung, was unsere Feinde machen, aber ich schätze mal, die bereiten sich hier schon vor. Naja, ist ein bisschen komisch, das mit dem Kollidieren von den Planeten. Das hätte er schon irgendwie besser erklären können. Bin ich endlich da? Oh Mann. 5 Minuten warten, bis ich mal angekommen bin. Das ist eine seiner Sachen bei Planetary, es dauert so ewig lang.
bis Flotten bei größeren Systemen endlich mal irgendwo ankommen. Da hat kein Mensch Zeit dafür. Das könnten sie ruhig um einen Tick schneller machen. Orbital Radar sighted. Okay. Heißt das, mein Verbündeter hat hier was entdeckt, oder? Keine Ahnung. Oh, schickt er ein Radar hier hin? Oh ja, er schickt ein Radar hier hin. Das ist überhaupt nicht gut. Kann sein, dass ich gleich einer Invasionsflotte hier entgegenstehen muss. Das wäre nicht cool. Das ist endlich geschafft. Wow. Ich könnte hier einen Kaffee trinken währenddessen. Oder auch fortgehen. Zwischendurch eine Klopause. Yay, endlich bin ich da. Dann laden wir ihn einfach mal hier aus. Oh, da kommt das Radar. Er wird mich so oder so sichten. Oh man, früher oder später werden sie mich entdecken. Ach, wenn ich nur Orbital Units hätte jetzt, dann würde ich den einfach wegschießen. Vielleicht habe ich aber genug Zeit, wenn der hier so langsam rumtrödelt. Zumindest irgendwie eine Art Verteidigung aufzubauen. Okay. Okay, ganzer Planeten ausbauen. Ich muss mich hier momentan um keine Feinde kümmern. Komm schon, bau. Können wir den hier abfangen? Das wäre cool. Okay, dann bauen wir Storages. Das hier. So, wenn wir das Ganze hier ein bisschen rushen, könnte das glatt funktionieren. Ah, ich
hier ein bisschen zu viel Energieverbrauch, glaube ich. Kein Wunder bei so vielen. Abbauen. Okay, heftige Rückschritt, wir haben genug Ressourcen. Helfen die alle mit? Ja, passt. So, könnt ihr noch unterstützen? Und zu viel Energieverbrauch. Unterstützen wir den hier wieder ein bisschen. Insufficient metal. Okay, gleich sind wir fertig hier. Sehr gut. Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Okay, kommt mal mit ihr. Vielleicht hat er meine ganze Basis noch nicht gesehen. Aus? Sollte sie ausgehen. Oh Mann, der haltet so viel aus. Brauchen Energiesupport. Und als nächstes werden wir gleich mal schauen. Wow, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Oh, sie sind schon da. Sie sind schon da. Keine Ahnung, wie ich das jetzt abwehren soll. Wir haben hier einen Haufen Tanks. Bist du wahnsinnig? Haben wir keine Anti-Air dabei? Doch, die haben Anti-Air dabei. Oh nein, er walzt hier drüber. Additional metal extractors required. Oh Mann, die Legs. Kommt! Jetzt hört auf zum Legen hier. Commander weg. Wieder zurück.
gerade los hier? Warum laggt das so? So viele sind hier auch wieder nicht gerade online. Oh Mann, da kommt der nächste. Nein, die lassen mich hier nicht in der Ruhe. Warum? Ah, das ist ja mein Verbündeter. Oh, danke. Ja, du kommst genau richtig. What the fuck, he bought him a heli. Nein, ich muss auch Helis bauen. LOL? Was zum Teufel? Das hier noch verhindern, wenn ich selber einen Heli baue? Keine Ahnung. Ich habe nicht gewusst, dass es ein Heli reicht für den. Okay, für den reicht wirklich einer. Was ist er denn noch? Oh, ich glaube, das geht sich nicht aus. Also war kaum Einheiten, warum nicht? Er hat den ganzen Planeten für sich alleine. Mal schauen, vielleicht kann ich das wirklich noch wieder abbrechen. Kann ich nicht. Normalerweise müsste ich hier sagen können jetzt. Network. Naja, gut zu wissen. Oder? Habe ich es abgebrochen? Ich habe keine Ahnung. Lol, hat das ein Heli erwischt? Okay, dann schicken wir
Allied Commander annihilated. Select planet to annihilate. Oh, welchen Planeten sollen wir vernichten? Den hier? Select celestial body to annihilate. Enemy health sighted. Naja, egal. Ich habe keine Ahnung, wo der Gegner ist. Target selected. Okay, zurück zu meinem Mond. Celestial bodies orbit altering. Auf die andere Seite. Wir sollen hier gleich weiterfahren. Was macht hier zu? Hat er ein Heli gebaut. Under attack. Nein, der lässt uns niemanden Moon crushen. Celestial impact imminent. Whoa, okay. Der Planet war sehr nahe. Oh wow, der hat hier einen Haufen Dings gebaut. Der muss schön ausgebaut haben, seinen Planeten. Ja, das war eine witzige Runde. Oh ja, wow. Ja, schön ausgebaut. Der hat sogar hier aus... Nein, okay. Der hatte nur seine Units hier. Verstehe ich nicht ganz. Egal. Ist das ein Anzeigepack oder warum sind hier graue Units? Warum kann ich nicht?
Chrono-Camp schauen. Okay, jetzt geht's. Spielen wir ein bisschen zurück. Was hat mein Verbündeter die ganze Zeit getan? Noch weiter zurück. Das war ein ziemlich grobfliges Spiel. Ein Wunder, dass ich so lange überlebt habe. Ich meine, sie hätten mich viel früher vernichten können, aber... Hä, hey, das kann aber nicht stimmen. Der Grüne hat zu dem Zeitpunkt ja noch gelebt, oder? Oder auch nicht? Okay. Was ist mit dem Grünen passiert? Ja, er hatte nicht mal ansatzweise so viel ausgebaut wie meine Gegner. Die hatten viel mehr Zeit, vermutlich. Und nachdem drei unserer Leute eigentlich gleichzeitig gestorben sind und meine zweite Basis ebenso. Ich meine, das hat er nicht gut erklärt. Er hat gesagt, die Startplaneten kollidieren ineinander. Ich meine, Sharkin ist scheinbar irgendwo rein kollidiert, aber keine Ahnung. Ich schätze mal, der eine Mond ist in den anderen Mond reingeflogen und dann der eine Planet, auf dem wir gestartet sind, und der andere, auf dem die anderen auch scheinbar waren, ist vermutlich auch reingeflogen. Aber mir ist vorgekommen, da habe ich nicht starten können. Aber gut. Mindestens die Hälfte der Spieler haben es nicht ganz verstanden. So, ich will nur sehen, was hier passiert ist mit meinem Verbündeten. Mond ist hier nicht reingeflogen, oder? Oh, okay. Was ist passiert? Und wann ist was passiert? Wo ist dessen Commander? Da ist er. Der hat einfach aufgegeben. Das kann gut sein. Hätte er mir ein bisschen Unterstützung geschickt, dann hätten wir das durchaus schaffen können. Ich glaube, er hat aufgegeben. Oder? Einmal explodiert alles ohne ersichtlichen Grund. Ich sehe hier keine Atombombe. Oder war hier eine Atombombe? Doch sehen nochmal. Nein. Oder doch? Ich bin verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Einmal geht alles hoch. Aber nicht alles. Was zum Teufel war hier? Doch Atomraketen? Wahrscheinlich. Ich habe sie hier nur überhaupt nicht gesehen. Nein, ich glaube... Keine Ahnung, was hier passiert ist. Naja, okay. War ja eine ganz lustige Runde. Naja, danke fürs Zusehen. War ja mal wieder lustig, was anderes zu machen. Zum 5 von 5, aber öfters werde ich es vermutlich nicht tun. So random. Ja gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.